Stars, goldene Bären und roter Teppich. The King's Speech auf der Berlinale. Das und mehr jetzt bei Destiny, deinem Jugendmagazin aus Berlin. Herzlich willkommen bei Destiny. Die Berlinale hat die Hauptstadt wieder mal auf den Kopf gestellt und wir haben uns natürlich kopfüber ins Getümmel gestürzt. Aber eigentlich gucken wir ja Filme schön auf der Couch mit ein bisschen Chips noch und einer Cola. Und deswegen machen wir es jetzt nämlich so, wir haben erstmal ein bisschen Musik zum Runterkommen, damit nicht irgendjemand gleich von der Couch kippt, wenn es Promi-mäßig wird. So, ich hoffe, dass wir jetzt alle ein bisschen entspannter sind, denn jetzt geht es los mit der Berlinale. Berlinale, internationale Filmfestspiele, das heißt, die Stadt war geflutet von Stars, Sternchen und solche, die es vielleicht auch sein wollen, Pressemenschen und uns natürlich. Und was wir da erlebt haben, schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt hier gerade am roten Teppich der 61. Berlinale in Berlin. Ja, die internationalen Filmfestspiele haben wieder hier stattgefunden und finden statt. Seit gestern erst. Wurde gestern eröffnet von einem Western True Grit und heute läuft gleich Imagine Call mit Kevin Spacey, der unter anderem bekannt sein könnte aus American Beauty. Oscar hat er gewonnen und die sitzen jetzt alle im Warm gerade. Demi Moore ist auch hier. Genau. Und wir werden uns in den nächsten Tagen hier mal ganz genau umschauen, weil es gibt um die 380 Filme zu begutachten. Der Berlinale Bär ist es. Der Berlinale Bär. Nicht der Berliner Bär. Und ja, wir haben uns hier rumgetummelt. Was hast du entdeckt, Christian? Ja, wir haben ein paar Leute gefragt, beziehungsweise Alex hat ein paar Leute gefragt, was die denn hier so machen. Schöne Fotos haben von den Stars und dann muss ich halt warten. Und wen haben sie denn gesehen? Na, Jeff Bridges, Josh Brolin, Mark Strong. Brandon Gleeson ist an uns einfach vorbeigerast. Allerdings gibt es auch noch was anderes in ihrem Leben außer Stars und Sternchen. Oder würden Sie da schon auch sagen, das ist Ihnen schon auch wichtig? Das ist ein Hobby, wie der andere sammeln Briefmarken oder Eisenbahn oder irgendwas. Und ich mache halt gerne Fotos. Ich fotografiere auch so sehr viel. Aber halt, das ist so mein Spleen. Habe ich von meiner Mutter geerbt. Die hat auch Autogramme gesammelt. Alles klar, verkaufen Sie die Fotos auch oder ist das nur privat? Nur privat. I was wondering, why are you here for? Is it just that you're on vacation or did you actually got here for the International Film Festival? We are studying here for a year, but we came down today just to see, and we went and bought tickets for which movie? The Forgiveness of Blood. Warum warten Sie hier in eiser Kälte? Ja, auch weil ich von der Schauspielerin, die jetzt gleich kommt, ein Autogramm haben möchte. Vielleicht, wenn es ihr linkt, ein Foto. Und seit 30 Jahren bin ich also bei der Berlinale, auch schon damals, als es im Zoopalast stattfand. Und ich mache es weiter, weil es mir eben Spaß macht. Ne? Ich habe mir früher immer Urlaub genommen, jetzt bin ich im Ruhestand, habe ich Zeit und mache das weiter. Und was fasziniert Sie so an der Berlinale? Naja. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist dieses ganze besondere Flair. Premieren, die glanzvollen Premieren, die Stimmung in der Stadt, vor allen Dingen auch die Filme. Es geht ja nicht nur darum, Autogramme zu sammeln, sondern eben auch Filme zu sehen. Das in diesem Jahr hat das nicht so geklappt, weil man immer schwerer an Karten rankommt. Aber früher habe ich also während der Berlinale 10, 12, 15 Filme gesehen, um da auch den Einstieg zu finden, weil ich auch sowieso sehr häufig ins Kino gehe und ein Filmfreak bin. Also von daher gehört das alles damit zusammen. Vorhin Jahren habe ich dann lange angestanden. Man müsste jetzt schon morgens um 6 an den Kassen stehen, um bestimmte Filme zu bekommen. Es geht ja immer nur um die
Wettbewerbsfilme, da wo dann auch die Regisseure sich vorstellen und die Schauspieler sich vorstellen, da will ich rein, nicht? Aber das fällt von Jahr zu Jahr schwerer, weil immer mehr Menschen daran Interesse haben, was natürlich im Prinzip auch ganz gut ist, nicht? Aber werden Sie die nächsten Jahre auch die Berlinale so treu und fleißig weiterverfolgen? Ja, also wenn vielleicht auch mit immer weniger Erfolg, aber ich denke nicht, dass ich in Berlin sein werde und die Berlinale links liegen lassen werde, auf gar keinen Fall. Ich wollte fragen, warum steht ihr hier jetzt vor diesem schicken Kino? Wir wollten gleich in den Wettbewerbsfilm um 15.30 Uhr, also die Pressevorführung, und uns angucken, ob sich dieser Film Hoffnungen machen darf auf den goldenen Bären. Ha, welcher Film ist das denn? Jan, du übernimmst. Eine mysteriöse Welt heißt er wohl. Man sollte da vollkommen unvorbereitet reingehen und gucken, wohin einen der Film entführt. Zu viel Vorwissen kann auch schädlich sein. Geht ihr auch sonst ins Kino oder ist das heute ein spezieller Anlass? Auch sonst sehr gerne ins Kino, weil auch beruflich. Absolut.